gute alte Schallplatte ist längst von der CD abgelöst worden und auch die ist immer mehr am Verschwinden. Musik wird heute auf MP3-Player gelost oder auf dem PC. Mit einer vernetzten Heimstereoanlage bietet einem das ganz neue Möglichkeiten für den Musikgenuss daheim. Im Viadukt in Zürich-West befindet sich die Klangwandel AG. Der Geschäftsleiter Mi Kegi und sein Team haben sich auf intelligente Musiksysteme spezialisiert. Von modernen DAB-Radios über ausgewählte Boxen bis zu sogenannten Multiroom-Musiksystemen bieten sie Wellness für die Ohren. Also unter einem Multiroom-Musiksystem versteht man ein Musiksystem, logischerweise, wo man Musik hören kann. In verschiedenen Räumen. Und zwar ist es dort möglich, gleichzeitig in verschiedenen Räumen das Gleiche zu hören, aber auch in verschiedenen Räumen unterschiedliche Musik zu hören. Und der Witz ist, die Musik ist einmal zentral gespeichert und man kann sie in jedem Raum abrufen. Kabelsalat gibt es dank der neuen Systeme keinen mehr. Es braucht nur noch das Stromkabel, was ein Nachrüsten sehr unkompliziert macht. Bei Neubauten lohnt es sich, die Boxen von Beginn weg in die Wände zu integrieren. Oder sie können auch direkt in Beton gegossen werden. Die Steuerung funktioniert dank einer eigenen Fernbedienung kinderleicht. Ich kann die Lautstärke verändern, von jedem Raum individuell. Ich kann die Räume unterschiedliche Musik zuordnen oder dann alle zusammenlegen. Die Fernbedienung ist anhand mit einem Touchscreen ausgestattet und ist sehr simpel in der Bedienung. Ich kann aber auch heutzutage alles zusammen mit Telefonen wie Androids oder iPhones steuern. Ich kann das auch anhand von Tablets, die dann anhand von einer Applikation starten. Obwohl es verschiedene, teilweise namhafte Anbieter von Multiroom-Musiksystemen gibt, findet man beim Spezialisten nur eine Marke. Was mich vor allem überzeugt, ist, die Komponenten, die ich dort mal gekauft habe, die sind immer noch kompatibel mit dem, was heute verkauft wird. Es ist ein nachhaltiges System. Das ist mal das. Und dann haben wir natürlich die anderen Systeme da gehabt, haben die getestet und haben einfach herausgefunden, dass sie Ausfälle haben, dass das nicht funktioniert, dass man muss Software installieren muss und so weiter und so fort. Und Sonos überzeugt einfach. Die alten Verstärker oder Lautsprecher können überdies weiterhin genutzt werden. Bei der großen Auswahl an unterschiedlichsten Modellen kommt man jedoch in Versuchung, sich gleich neue zuzulegen. Was einfach wichtig ist bei Lautsprecher, ist, dass sie einem individuell gefallen, vom Design her, weil man stellt die ja dann in der Wohnung auf. Und da sind wir spezialisiert in dem Sinn, dass wir Lautsprecher haben, wo man zum Beispiel an die Decke aufhängen kann, wo man in die Wände einbauen kann, oder Lautsprecher, die ein bisschen spezielles Design haben, die sich einfach abheben und sich in dem Sinn idealerweise ins Interieur von einer Wohnung integrieren. Mit einem abgestimmten System vom Fachmann genießt jeder zu Hause Musik in bester Qualität.